Matchday Folge 9. Wir haben natürlich die Highlights vom Spiel in Liberec für euch, Baumi im Interview und die Vorschau auf Mainz. Eine vollgepackte Sendung, herzlich willkommen. Jetzt kommt die Flanke Richtung Baumgartner. Baumgartner schießt aufs Tor und da ist das 1:0 für die TSG. Tor! Ja, Baumgartner halb rechts, gute 10 Meter vor dem Tor. Und ich sag mal, der ist in der Kategorie haltbar anzusiedeln. Es hat ein bisschen Platz gehabt, guter Ball hier von Burgade. Und ja, einmal angenommen und der zweite Kontakt direkt der Schuss. 1:0 für die TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric, ja, dreht sich da nochmal um. Und ja, ich glaube, Kacharaba hat da was gesagt in Richtung Kramaric, aber der schießt jetzt trotzdem und macht ihn locker rechts unten ins Eck ein. Und das ist das 2:0 und ich würde sagen, das ist die Entscheidung. Eiskalt verwandelt, da lässt er gar nichts anbrennen. Es ist vollbracht. Die TSG sichert sich den Einzug in die nächste Runde der Europa League und erreicht damit erstmals in der Vereinshistorie in einem internationalen Wettbewerb die K.O.-Phase. Für Torschütze Christoph Baumgartner ist das allerdings nur eine Momentaufnahme. Das war von Anfang an unser Ziel, dass wir unbedingt in die K.O.-Phase kommen wollten. Das haben wir jetzt fixiert und jetzt haben wir wieder Bundesliga vor der Brust, da wollen da nachlegen und aber nichtsdestotrotz freuen wir uns dann natürlich auf die ersten K.O.-Spiele. Euer Coach hat bisher immer davon gesprochen, dass man sich nach der Gruppenphase einen großen Gegner erhofft. Gibt es für dich einen ganz besonderen Wunschgegner vielleicht? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, mich würde es freuen, wenn ich gegen meinen Bruder spielen kann. Für die ist aktuell gestern jetzt nicht so gut gelaufen. Ansonsten gibt es da schon einige sehr, sehr coole Vereine wie Arsenal, Tottenham oder so. Das wäre natürlich schon was, da so einen großen zu ziehen. Aber ich sage mal, auch wenn es ein kleiner ist, ist es eine sehr gute Chance, eine Runde weiterzukommen und dann im späteren Verlauf des Turniers vielleicht einen ganz großen zu bekommen. Ein Treffer gegen Liberec, 2 Tore in den vergangenen beiden Pflichtspielen also. Startest du gerade einen Lauf? Ja, hoffentlich. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, ich kann am Sonntag nachlegen. Aktuell läuft es ganz gut. Ich treffe das Tor und freut mich, dass es jetzt mit 2 Toren funktioniert hat. In der Bundesliga läuft es momentan nicht ganz so rund wie international. Wie könnt ihr die Euphorie aus der Europa League jetzt in die Bundesliga übertragen? Am besten direkt gegen Mainz. Ja, ich glaube einfach da anknüpfen, wo wir jetzt Stuttgart zweite Halbzeit aufgehört haben, jetzt gestern das Spiel, das wird natürlich ein anderes Spiel in Mainz, keine Frage. Ich glaube, wir müssen selbstbewusst auftreten, da jetzt nicht zu viel drüber nachdenken, dass jetzt zuletzt in der Bundesliga nicht so gelaufen ist, weil die Qualität haben wir, dass wir das Spiel gewinnen und wenn wir da unsere Leistung bringen, dann werden wir das Ding sicher holen. Bei den Profis geht es also Schlag auf Schlag weiter. Wir sprechen gleich im Detail über das Spiel heute Abend, aber vorher holen wir noch einmal ganz kurz Luft und schauen rüber zu Nils ans Trainingszentrum der TSG Frauen. Vielen Dank, Ruben. Ja, Schlag auf Schlag geht es hier momentan nicht gerade. Schließlich sind 8 Spielerinnen aus unserem Bundesliga-Kader derzeit auf Nationalmannschaftsreise. Entsprechend ruhig geht es hier in St. Leon Roth zu. Deshalb und weil die TSG 10 Bundesligaspiele bereits hinter sich hat und noch 12 vor sich, haben wir uns mal den Cheftrainer Gábor Gallay geschnappt und mit ihm ein kleines Zwischenfazit gezogen. Eigentlich ganz gut. Wir stehen da, wo wir hinwollten. Was man natürlich mit einziehen muss in die Bewertung, ist natürlich auch der schwierige Start, den wir durchaus auch so einkalkuliert hatten mit dem schweren Auftaktprogramm. Aber ich glaube, wir haben uns dann auch gegen viele Widerstände gewehrt, haben uns entwickelt in der Saison und haben jetzt dann am Ende jetzt auch einen perfekten November gespielt mit 3 Siegen am Stück und das auch noch auswärts. Und von daher, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und wollen natürlich die nächsten 2 Spiele, die noch anstehen, vor der Winterpause auch erfolgreich bestreiten und den Aufwärtstrend natürlich auch fortsetzen. Wir haben viele Widerstände auch brechen müssen. Beispielsweise hatten wir auch wichtige Spielerinnen, die auch verletzungsbedingt ausgefallen sind oder auch Gelb-Rot-Sperren, Einspielern von wichtigen Stützen der Mannschaft. Und ja, das war, glaube ich, wichtig, dass wir auch diese Erfahrung sammeln konnten oder mussten und dementsprechend auch uns dann eine breite Brust erarbeiten mussten. Und das war, glaube ich, das, was wir die erste Phase der Saison gebraucht haben
Und jetzt ist einfach dieses Selbstverständnis wieder da, auch mit Rückschlägen umgehen zu können, auch einen Rückstand wieder drehen zu können. Und man merkt einfach, dass die Mannschaft keine Angst hat vor dem Gegentreffer, sondern dass sie wirklich eine breite Brust sich erspielt hat und in der Lage ist, wirklich jedes Spiel zu drehen und jede Spielsituation auch zu lösen. Weiter geht es für unsere TSG-Frauen am 6. Dezember mit einem Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln. Und ein paar Kilometer weiter südlich am Rhein, nämlich in Mainz, da spielen unsere Profis und zwar schon heute Abend. Und deshalb geht es jetzt ohne Umschweife wieder zurück zu Ruben. Danke, Nils. Einen kompletten Beitrag zu unseren TSG-Frauen findet ihr auf YouTube. Wir richten den Blick jetzt auf das Spiel in Mainz. Und da müssen wir natürlich über einen Mann reden, der momentan wie am Fließband trifft. Andrej Kramaric. Am Donnerstag wieder mit einem Tor gegen Liberec und auch in der Bundesliga mit einem Megalauf. Als erster Hoffenheimer traf er in 6 Bundesliga-Einsätzen nacheinander. Außerdem ist er in dieser Saison der einzige Bundesliga-Profi, der bei jedem Einsatz mindestens ein Tor erzielte. Macht in Summe 7 Tore in der Bundesliga, 2 im Pokal und 1 in der Europa League. Auch gegen Mainz weist er eine überzeugende Statistik auf. In den vergangenen 3 Partien gegen die Rheinhessen, in denen André auf dem Platz stand, netzte er jedes Mal ein. 4 Tore machen dadurch definitiv Appetit auf mehr. So, und damit die Statistikfreunde voll auf ihre Kosten kommen, hier noch der Direktvergleich. 6 der letzten 11 Spiele gewann die TSG gegen Mainz bei 2 Unentschieden und 3 Niederlagen und erzielte dabei auch immer mindestens ein Tor. Was unser Chefcoach von Mainz erwartet, hat er am Freitag auf der Pressekonferenz verraten. Es wird eine schwierige Aufgabe in Mainz, haben jetzt das letzte Spiel gewonnen. Ich denke auch allgemein war die Entwicklung tatsächlich ein bisschen besser als die Ergebnisse zuvor. Es ist eine Mannschaft, die durchsetzt es mit guten Spielern, gerade vorne haben sie jetzt auch einen, der regelmäßig trifft. Also es wird wieder eine große Herausforderung für uns, aber natürlich stellen wir uns, unsere Personalsituation entspannt sich ein wenig, auch wenn man da natürlich auch gestern wieder gesehen hat, dass so eine Corona-Pause kleine Nachwirkungen noch hat. Der Sibi hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, später war das gut. Genauso auch bei Scoffi. Aber nein, wir werden vorbereitet sein, mental als auch personell. Die Mannschaft ist also bereit für Mainz. Verfolgen könnt ihr die Partie wie immer heute Abend im TSG-Radio. Das war's, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.